Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Limbo. Diesen Part spiele ich jetzt schon das zweite Mal, weil Fraps irgendwie die Aufnahmen verschluckt hat. Hinter uns liegt das olle Wasserrätsel. Und wir machen einfach weiter. Ja, den Part kenne ich wie gesagt bereits schon. Deswegen werde ich das einfach mal so ein bisschen nebenbei kommentieren. Genau, hier oben erwarten uns wieder diese komischen Würmer, die in den Kopf stecken werden. Wir müssen die Kiste hier bis zum Ende ziehen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Jetzt lassen wir uns von diesem Ding hier treffen. Wir gehen in die Richtung. Wir müssen dann hier oben hoch und von dem Lichtstrahl umlenken lassen. So, und wieder zurück. Wir kommen hier zu einer Leiter, wo wir rüberspringen müssen. Oh, ups. So, jetzt brechen die Rohre hier auseinander. Das Wasser steigt wieder. Wir müssen zurücklaufen. Bis zu dem ersten Lichtstrahl von eben. Um uns dann wieder umlenken zu lassen, damit wir da oben hochkommen. Ich habe an dem Rätsel, glaube ich, auch wieder knapp 5 Minuten gesessen, bis ich es verstanden habe. Es ist aber auch kompliziert manchmal. So. Jetzt müssen wir einfach nur noch hier hochklettern. Sich nicht von den herunterfallenden Dingern treffen lassen hier. Das Stück Rohr wird da gleich nach oben treiben und wir können rüber zur nächsten Passage. Was natürlich jetzt sehr einfach aussieht, aber für mich vorhin sehr schwierig war. Ja, oben rechts seht ihr schon die komischen Viecher, die unser Zeug. Oh, oh fuck. Ja, so viel zum Thema einfach. Ach ja, das Leben ist schön. Gestern Nacht übrigens haben wir den ersten Part unserer Friday Night Games hochgeladen. Der Zockernacht mit Tristan und mir. Wo wir diverse Spiele testen, letzten Endes bewerten. Und nebenbei eine Menge Spaß haben. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch bei Lust und Laune ja mal angucken. So, jetzt mal wieder rüber. Und warten, bis das Wasser steigt. Yay! Warten macht Spaß. Es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein kleiner Indianer mit dem Wurm da im Kopf, oder? Vor allem, das muss doch auch wehtun. So. Wir können Freunde werden, wenn du es willst. Oh ja, lass uns Freunde werden. So, jetzt darüber, schön bremsen und Sprung. So, yay, wir sind wieder her in unserer Sinne. Jetzt geht's die Leiter hier hoch. Weiter zum nächsten Rätsel. Leider habe ich immer noch nicht rausgefunden, was wir überhaupt sind. Die ersten Wald, irgendwelche Rohrsysteme. Gleich wird es noch etwas kurioser. Ah, Dach runterrutschen und springen. Hier die Regenrinne, Fallrohr, was auch immer, hoch. Ups. Also ich weiß nicht, wie man Kanalisation auf Gebäudedächer kommen. Das ist mir noch ein Rätsel. So, wenn wir hier auf dieses funkensprühende Haar springen, sind wir tot. Ach, fuck, zu früh gesprungen. Das ist sehr, sehr knapp getimed alles hier. So, geh an. Ach, verdammt. So, nochmal das Ganze. So, das ist besser.
So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht runterrutschen. Ja, schön langsam. Zack. Über das Seil. Den Stromkasten ausgemacht. Wieder zurück. Und wieder hoch. Eines der einfacheren Rätsel. Habe ich nicht lange gebraucht, um das zu kapieren. Nur halt diese Timing-Geschichte war am Anfang etwas sehr verwirrend. So, das L sieht wackelig aus. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Und schnell hier wieder rüber. Halleluja. So, auf zum nächsten Häuserdach. Hier habe ich mich das erste Mal richtig erschrocken. Ich dachte, ich fall hier in den Tod. Aber nein, alles prima. Scheint die Kuppel vom Foyer des Hotels, zu sein. Dieser Part wäre sehr tricky. Wir müssen die Leiter anschubsen, hochklettern und nachher auf dieses abgebrochene Stück Glas fallen. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich da gebraucht habe für... So, kleiner Mann. Bam. Und hier natürlich hoch. Und am Feuerwehrschlauch runterrutschen. Yay. Zack. Okay. Weiter geht's. Für mich jetzt wieder Neuland. Muss mal gucken, ob hier welche Lichtstrahlen sind. Dass der Typ mich umdrehen lässt. Okay. Das war unklug. Erschlagen von einem Haufen Eimer. Aber ich glaube, wir müssen die einfach nur mal anschubsen und dann wieder umdrehen. So, mit O. Und hier gibt es, glaube ich, Licht. Genau. Oh. Feuerwehrschlauch. Du hängst da. Einfach so, ganz alleine. Ja, ja, du hast recht. Ich habe keine Freunde. Bam. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt rennen wir hier hinten hin. Ach, das kann ich nur um Stunden handeln hier. So, dreh um. Hops, hops, hops. Oh. Hallo Feuerwehrschlauch. Da bin ich wieder. So. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Ewige... Wow! Ach nee, ich dachte, da wären wir aufgespießt. Wieder Licht? Drehen wir jetzt wieder um? Nee. Okay. Okay, hoch, hoch, runter mit Knöpfen. Sind das hier Stacheln? Nee. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Also müssen wir hier weiter wahrscheinlich. Gucken, was hier passiert. Ich denke mal springen. Ja, wie soll es auch anders sein? Wieder irgendwelche abgefuckten Rohre hier. Die sich auch noch bewegen. Ich springe hier mal sicher. Nein. Ah, ich hätte rüberlaufen sollen, glaube ich. Oh, jetzt sterben wir. Nein! Und da sind die Affenviecher. Ja. Ja. Das ist ja richtig schön. Oh. Here we are. So. Also laufen wir hier drüber. Komm, langsam, mach auf die Kiste. Wow, 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 wow! Okay. Nochmal. Ich glaube, wir müssen von Anfang an langsam gehen. So. Jetzt aber. Warum will ich jetzt dieses Online-Fest
Rad hier. Hä? Ach, das geht noch bis davor. Oh. That's so fucking complicated. Und dann gibt es hier einen Steam-Erfolg, in dem man im ganzen Spiel nur 5-mal sterben darf. Das soll noch einer schaffen, oder was? Oh, it's a Hexel. Hexel, die Ferxel. Also ich glaube, irgendwas übersehe ich hier noch. Weiß nur nicht was. Oh. Ich muss auf die Kiste draufspringen, glaube ich. Das wäre sehr von Vorteil, oder? So, abgebremst. So, Mr. Kiste. Komm hier. Wow! Back, nee, Frontflip, Backflip. Whatever. Oh, wow. Komm hier. So, auf ein neues. Ah, das ist. Oh nein, ich glaube, ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Nein, nein, nein! Ah, wie soll das funktionieren? Verdammt! Ah! Ist das fair? Nein. Ah. Ungünstig, oder? Ja. Upsa! Das wird doch nix. Ah, ich bin nur am Sterben hier. Jetzt hoch, 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 hoch. Nein! Ach. Ah, what the fuck, man? That's so complicated. Wieder zurück. Wieder zurück. Jambalaya. So, nochmal. So. Die ganze Scheiße muss auch wieder genau getimed sein. So, jetzt aber. Hau Rock. So geht das. Ah, den muss ich anschieben. Oh. Howdy ho. So. Hoch. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt muss ich hier irgendwas mit hoch und runter machen. Okay. That's easy. Kann ich den wieder runterfahren lassen? Na gut. Wir gucken mal, was hier so los ist. Ein Hebel. Was macht dieser Hebel? What? 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 Oh. Ich dachte, der will mich fressen. Okay. Jetzt müssen wir... Wow! Teufel! Ich glaube, jetzt müssen wir den runterfahren lassen und die Kiste uns da oben holen. Ne, hier ist keine Kiste drauf. Oder hier vorne war doch eine Kiste, ne? Yeah! Alles hat einen Sinn. So. Hallo, Kiste. Wie geht's dir?
Oh, mir geht's ganz gut. Und dir? Oh, mir geht's auch ganz gut. So. Jetzt muss ich dich da rüber schieben. Ja, und nu? Hä? Kann ich jetzt nicht einfach... Ja, wir müssen hier irgendwas raufstellen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Mach an! Ach, verdammt. Hä? Was denn jetzt? Hä? Verstehe ich. Zwar nicht, aber... Andere Kisten haben wir doch ja gar nicht mehr. Oder war da oben noch eine Kiste? Okay. Oh. Fast 20 Minuten Aufnahme. So viel wollte ich gar nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's in diesem Part. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, stay awesome. Tschüss.